Nicht hacken, bitte. Danke. Außer Munitionsverschwendung halt. Drei von den Pennern. Ich höre sie schon. Es ist gerade echt nur Munitionsverschwendung. Halt. Mehr ist es jetzt nicht. Entschuldige bitte diesen Wutausbruch. Du musst einem alten Narren sein Temperament verzeihen. Die Geburt steht kurz bevor. Die Schmerzen der Wehen können die Urteilskraft trüben und sogar den edelsten Geist zum triebhaften Tier werden lassen. Ja, gut zu wissen. Ich meine, ich habe sowieso gerade Bock auf Bioshock, also von daher ist mir egal, was du machst mit mir. Ich weiß nur, dass du ziemlich krank bist im Kopf. So weit denn jetzt hier? Oh. Wir sind gerade nicht in Ordnung. Es ist vollbracht. Zeig es mir. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Mein Gott. Es ist wunderschön. Atemberaubend, die Stadt da draußen. Du wirst sehen, dein Weg zu Ryan ist jetzt frei. Richte ihm einen Gruß von Sender aus. Ach ja, du darfst dir eines meiner bescheideneren Werke als Andenken an unsere gemeinsame Zeit mitnehmen. Wärst du ein echter Anhänger von mir, wärst du mein Meisterschüler geworden. Dann wärst du es vielleicht wert gewesen, meine wahre, ganz persönliche Muse kennenzulernen. Doch derjenige, der das verdient... Mit dem neuen Medical Expert 2 heilen dich Verbandskästen besser denn je. Ihn ist wahrscheinlich noch gar nicht geboren worden. Und jetzt geh. Was ist mit dir passiert? Ich habe eine halbe Ewigkeit versucht, dich aufzuspüren. Naja, egal. Wärst du so freundlich, dich jetzt auf den Weg zur Tauchkugel zu machen? Sieh zu, dass du nach Hephaestus kommst. Es ist Zeit, mit Ryan abzurechnen. Geh. Haben wir eigentlich alle drei Sitters? Das ist der Hammer. Da haben wir noch so zum Kaufen. Pistolenkugeln, das könnten wir ein bisschen, das könnten wir, das war's dann auch schon. Sicher nicht gut an, was da hinten so passiert alles. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. Gut, dann gehen wir doch einfach mal, wa? Wenn er uns schon so nett drum bittet, dann gehen wir doch einfach mal ziehen. Hephaestus. Bin mal gespannt. Brian Metz Schmuggler, ach, das hatten wir aber schon mal. Kann mich letztens noch entsinnen in irgendeiner Folge davor, glaube zwei Folgen davor. Hatte ich das schon mal vorher lesen. Etwas unwichtiger. Hatten wir auch schon. Speichervorgang läuft, bitte das Gerät nicht abschalten. Habe ich nicht vor. So. Willkommen in Hephaestus. So, ja. Halt dich zurück. Ryan ist stocksauer. Davon lassen wir lieber die Finger. Es ist an der Zeit, entweder die Dinge in die Hand zu nehmen oder einzupacken. Ryan besitzt den genetischen Schlüssel zu Rapture. Wenn wir den von ihm bekommen, ist alles in Butter. Wenn nicht... Tja, dann sind wir beide im Eimer. Wärst du so freundlich, endlich zu Ryans Büro zu gehen und den Drecksack umzubringen? Es wird Zeit, ein Ende zu machen. Jetzt sei still. Die Vision eines Mannes, die Rettung der Menschheit. Aha. Du bist nicht mehr der Alte. Wenn du ihn gekannt hättest, als er noch an das Projekt glaubte und an den Kampf...
Jetzt verrottet er in diesem Nimmerland und hofft, dass jemand kommt und ihm sagt, er hätte noch die Kraft, die er früher hatte. Ich nehme an, deshalb hat er dich am Leben gelassen. Mann, Alter. Ja, Ende im Gelände. Wenn man das vorher wüsste, dann könnte man auch viel besser manövrieren, aber es geht ja nicht. Ups, das kostet mich immer so ein bisschen Nerven hier. Zu wissen, wo man vorher lang soll. Und dann herauszufinden, dass es geht. Ist ein bisschen blöd. Also wenn ich noch eine Gerade hinkriege, dann wäre das echt geil. Aber daran glaube ich jetzt ohne mehr. Schade. So, fertig. Willkommen im Zirkus der Wirt. Oh. So. Einmal F5. Man möchte ja vorher abspeichern. Und weiter geht's. Also in dem Level gibt es wieder drei kleine Schwestern, die wir retten müssen. Die wir auch retten werden. Kartoffelchips sind gut. Das kleine Fliege aus. Es mit Tränen. Wo haben wir denn jetzt Teleport? Das ist schon eher das, was ich will. So kann man sich nämlich noch ein bisschen Ärger ersparen. Ja, ich habe eine Waffe und eine Knarre. Das ist sehr gut kombiniert, Watson. Tja, so kann es einem gehen, wenn man da nämlich steht und dann voll getroffen wird. Hat nämlich schon so seine Gründe, warum ich es nutze. Ja, die gleiche sieht ja auch sehr schön aus. Mal so richtig voll erwischt. Kranke Scheiße hier. Office of Andrew Ryan. Okay. Dann gehen wir hier einfach mal lang. Jetzt gut. Ahnst du's, hab ich recht? Andrew Ryan. Wer ist dein Untergang? Beim nächsten Mal nichts reden und dann ist schick. Die Leiche zuckt. Möchte uns halt was mitteilen, wa? Das hat mir doch schon jetzt so gedacht, dass da schon wieder irgendwas stehen muss, was uns unbedingt angreifen möchte. Ist ja nichts Neues im Spiel. So. Gut, dann haben wir die gerade schon mal fertig. Wollte schon sagen, jetzt fehlen uns genau zwei Stück. Och nö. Was ist denn das für eine Scheiße? So kommt man ja gar nicht durch. Jetzt ein bisschen mehr Glück haben. Ich hoffe es mal. Ist ein bisschen nervig so. Ja, haben wir schon mehr Glück. Jupp, der ist unser. Nee, ich verzeih dir nicht. Jo. So.
Ja, es weiß ich auch nicht warum, aber warum trägst du einen Helm? Darauf gibst du mir auch keine Antwort. Schade eigentlich. Fontaine Futuristics verstaatlicht. Der Laden gehört jetzt ihm. Vom Keller bis zum Dach. Es sei zum Wohle der Stadt, sagt er. Er wird den Laden irgendwann auflösen, sagt er. Ich bin aus dem Rat ausgetreten und habe ein Protestschreiben hinterlassen, aber das bringt sowieso nichts. Es wird Krieg geben, sage ich. Es sei denn, irgendjemand hält Ryan auf. Und zwar schnell. Oder keiner hört, er hält ihn auf. Ich sehe schon wieder an. Schlimmes Jut. Doch nicht. Glück gehabt. Puh. Kuchen mit Cremefüllung. Wer kauft sich das schon? Ich nicht. Das ist schön blutverschmiert. Den habe ich aber nicht erledigt. So wie hier einiges gerade nicht so ganz koscher läuft. Aber kann es sein, dass ich das Spiel schon wieder fast durch habe? Oder so zumindest die Hälfte? Ein Geschenk. Schön, ja? War mir klar, dass was passiert. Was war denn jetzt los? Ich habe den ganzen Nachmittag versucht, so nah wie möglich an Ryans Tor zu gelangen, ohne dabei gesehen zu werden. Es ist extrem gut gesichert. Es gibt keine Möglichkeit, hineinzukommen. Für meine Bemühungen habe ich nur böse Blicke von Ryans Splicer-Freunden geerntet. Was hat man davon, wenn man versucht, den besten Elektroingenieur unseres Zeitalters zu überlisten? Kotzt mich schon wieder so ein bisschen an hier. Das Sexsystem ist auf jeden Fall ein bisschen blöd gemacht. So, das muss es eigentlich schon gewesen sein. Und damit ist das Ding auch unser. Sehr schön. Hier sind aber noch ein paar Leichen. Nee. Hui. Aber man hat's gewusst, dass jetzt was passieren wird. Nicht hacken. Ach Mensch, beruhig dich.